Die machen mehr oder weniger mit verschiedenen Gruppierungen weiterbildende Gespräche und Veranstaltungen, die das Demokratieverständnis fördern. Das kann aber auch sein, und so war es im vergangenen Jahr, dass wir mal ein gemeinsames Fußballturnier machen, wo es zu Begegnungen kommt. Das ist ja auch eben vom Regierungspräsidenten angesprochen worden, die Begegnungen machen es aus. TECTE, das ist ein Projekt der türkisch-deutschen Gesundheitsstiftung. Und im Rahmen dieses Projektes ist dann der Bedarf erkannt worden, dass man einen zusätzlichen runden Tisch benötigt, um eben die Probleme, die wir hier feststellen bei uns im Bereich Gießen, wie wir diesen Problematiken begegnen können. Können Sie zu dem Projekt kurz was sagen? Wir möchten Familien stärken, Familien helfen, Familien beraten, die davon betroffen sind, von ihren Kindern oder ihren Familienangehörigen oder anderen im Freundeskreis, die extremistischen Gruppen angehören, die unter anderem vielleicht gemobbt werden in der Schule, die ja eigentlich in der Hinsicht, genau. Also wir kämpfen gegen die extremistischen Gruppierungen. Ich selber bin jetzt auch Projektmitarbeiterin bei der türkisch-deutschen Gesundheitsstiftung und ich unterstütze das Projekt Protected. Und ich wollte nur kurz nochmal ergänzen, was Dalia gesagt hat. Also wir kämpfen an, indem wir präventiv gegen diese Gruppierungen kämpfen oder gegen diese Denkensweise kämpfen. Und zwar nachdem es brennt, ist es auch für uns zu spät. Aber wir wollen durch dieses Projekt Protected, wollen wir dazu beitragen, dass Jugendliche, Eltern, Familienangehörige, Familien etc. oder auch Lehrer bedachter an die Sache rangehen und vielleicht auch etwas nachdenken, wenn sie mal etwas lesen oder schreiben. Also es gibt ja zumal Extremismus in ganz verschiedenen Aufteilungen. Einmal gibt es den Rechtsextremismus und einmal den linken Extremismus. Wir sind gerade an dem Rechtsextremismus dran. Wir werden jetzt in den Schulen Workshops durchführen und in Klassen uns befinden und dort uns auch äußern, was genau Extremismus ist. Wobei wir auch auf die Themen wie Radikalisierung oder Diskriminierung eben eingehen, wo sich Extremismus stattfinden kann, aufhalten kann. Darauf werden wir eingehen. Wir sind gerade auf dem Wege, uns dahingehend zu qualifizieren und führen diese Maßnahmen durch. Was es jetzt genau für Extremismusgruppen geht, ich glaube, das ist jetzt nicht so... Aber ich meine jetzt auf Gießen bezogen, Wetzlar. Wenn man jetzt konkret über Beispiele reden möchte, wir führen natürlich auch Gespräche mit Jugendlichen, sei es in der Moschee, sei es in den Schulen. Und da fällt uns sehr oft auf, dass zum Beispiel leider türkischstämmige Schüler und Schülerinnen behaupten oder den Traum wahrhaben, Märtyrer zu werden. In einer Klasse hatte ich auch den Fall gehabt, während eines Workshops, dass ein Jugendlicher gesagt hat, ohne Migrationshintergrund oder Geschichte, ich hasse Schwule. Er war ein Homophob. Also er hatte Züge von einem Homophoben leider. Und da haben natürlich bei uns auch die Alarmglocken geläutet, wo wir als Team Protected dann gesagt haben, okay, dies müssen wir der Lehrerin weiterleiten. Was ist extrem? Rechtsextrem in türkischer Sicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob wir das direkt so jetzt hier nennen dürfen, weil vielleicht weckt das irgendwie Interesse, aber also hier zum Beispiel jetzt die Grauen Wölfe. Natürlich, also die Grauen Wölfe. Die Grauen Wölfe unter anderem, also das, was jetzt meist ausgebreitet ist. Ja. Aber würden Sie aufhören, also wenn Sie zum Beispiel UID, was würden Sie dazu sagen? Ja, die UID kenne ich, ja klar. Aber die UED würde ich jetzt nicht als Rechtsextremismus empfinden. Sondern? Als eine Gruppierung, ja, klar. Aber Tut die uns gut in der deutschen Gesellschaft? Würden Sie sagen, die sollte man fördern? Okay, wer ist uns? Die deutsche Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft. Zu der deutschen Gesellschaft gehören wir ja auch. Ne? Also wir als Teilgesellschaft. Da hatte ich Sie ja gerade mit einbezogen. Und? Ja. Ob die uns gut tut, das ist eine ganz andere Perspektive jetzt. Aber wenn man jetzt von der fachlichen Seite aussieht, natürlich gibt es da das eine oder das andere, also Aussagen, die in der extremistischen Richtung hineingeht, ja, klar. Aber als eine vollständige rechtsextremistische Gruppe einzugliedern, die UED, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt überfragt. Ja, Sie haben ja lange in der Türkei gearbeitet, auch unter AKP-Bürgermeister. Deswegen haben Sie Erfahrung. Wie würden Sie sagen, sind Sie befreit? Woher wissen Sie das denn?
dass ich darunter gearbeitet habe? Ja, googeln. Das ist blöde. Ihren Namen. ja, das habe ich. Was war jetzt die Frage? Sie sind, wie würden Sie das einschätzen? Sind Sie jetzt davon befreit, von diesem Nationalismus? Sind Sie froh, dass Sie jetzt hier sind? Nein. Das sprengt doch eigentlich gerade den Rahmen. Das ist, ja, das, wir sind ja hier jetzt wegen dem Projekt und nicht wegen meiner persönlichen Erfahrung, oder? Sie leiten ein Projekt, Protected. Ja. Was gegen Extremismus. Ja. Präventiv arbeiten will. Ja. Sie haben aber selbst Erfahrung gemacht mit einem sehr strammen Nationalismus. Nein, das habe ich nicht. Nein. Ja, weil sie unter AKP gearbeitet hat, weil sie UID-Seminare geben. Sehen Sie. Ist es okay, wenn wir das jetzt hier beenden? Sie geben Seminare bei der UID, Women UID, ja? Ja, habe ich. Also ich sag mal in Deutschland. Unter welchem Dach habe ich das gemacht? Das wissen Sie bestimmt auch. Okay, dann müssen Sie vielleicht nochmal recherchieren. Was heißt unter welchem Dach? Wir haben für diese UID-Frauen in einem... Ich bin Familientherapeutin und ich habe das für die Frauen dort gemacht. Ja? Unter dem Dach des Mainzer Konsulats, beim Generalkonsulat. Und was ist da dran falsch? Ja, die Idee wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, das weiß ich. Aber das ist meine Aufgabe als Familientherapeutin unter dem Dach des Generalkonsulats. Wenn das mein Auftrag ist, dann habe ich das auch zu bewältigen. Verstehen Sie? Das muss ich machen. Ob ich das will, das ist eine ganz andere Frage. Wieso müssen Sie das machen? Sind Sie angestellt? Das ist ja meine Aufgabe. Sind Sie angestellt beim Konsulat oder wie? Ich war angestellt, ja. War, bis vor letzter Woche. Dann für Sie extremistisch, wenn da eine Nationalhymne aufhängt? Oder wie kann ich das verstehen? Nicht extremistisch, aber nationalistisch. Und ist nationalistisch zu sein extremistisch? In Ihrer Geschichte vielleicht schon, aber in unserer Geschichte nicht. Bei uns ist es ganz anders kulturabhängig. Es ist kulturell bedingt. Verstehen Sie? Wir haben eine ganz andere Mentalität. Sie sehen Ihre Kultur, also kulturell ganz anders wird das betrachtet und wir sehen das auch ganz anders. Für uns ist das nicht extremistisch bzw. nationalistisch. Ja doch, nationalistisch, klar, natürlich schon, wenn eine Nationalhymne in der Moschee aufhängt oder wenn eine Flagge dort zu sehen ist. Wir haben aber auch nicht nur die türkische Flagge, sondern auch die deutsche Flagge in den Moscheen hängen. Das sollte man vielleicht auch mal dazu nennen. Sind wir dann auch extremistisch in dem Sinne, wenn wir die deutsche Flagge dort hängen haben? Ich wollte mal zurück zum Nationalismus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf einer Nazi-Gegendemo waren, ja, zum Beispiel in Niedergirmes. Da rufen wir immer Nationalismus raus aus den Köpfen. Warum? Was denken Sie? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in der Gruppe mit involviert. Das weiß ich nicht, wieso man das so raus... Können Sie sich vorstellen, dass sowas in der Türkei auch gerufen wird? Nationalismus raus aus den Köpfen?